herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute in Eschborn in der Nähe von Frankfurt bei Randstad zu Besuch. Randstad ist der größte Personaldienstleister in Deutschland und ist mit knapp 50.000 Mitarbeitenden das achtgrößte Unternehmen in Deutschland von den reinen Mitarbeiterzahlen her. Und ich werde heute ein Interview führen mit dem CEO von Randstad Dach, mit Richard Jager. Richard ist ein super cooler Typ und wir werden über verschiedene Themen sprechen. Wir werden über seinen Werdegang sprechen. Wir werden über seinen Arbeitsalltag als CEO sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie sich sein Arbeitsalltag gewandelt hat, wie er richtige, wichtige Entscheidungen trifft. Wir werden ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, weil Randstad in super vielen Industrien und für super viele Arbeitgeber zusammenarbeitet. Und wir werden schauen, in welche Richtung entwickelt sich die Arbeit, und wir werden auch über Richards wichtigste Learning sprechen, sodass du auch was aus diesem Video für deinen eigenen Werdegang mitnehmen kannst. Du findest die Timestamps zu den einzelnen Fragen unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gehe ich rein und wünsche dir super viel Spaß beim Video. Super lieb, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du hier bist. Ja. Vielleicht als erste Frage würde mich interessieren, wie bist du zu Randstad gekommen? Ja, das hat damit zu tun. Ich war früher beim TV tätig als Publieksanheizer. Ik heb Leute klatschen lassen. En nachher wist ik wirklich niet wat ze doen. Want in Holland, het is een ere wat du bij Randstad erin komen kannst. Weil daar kannst du wirklich viel lernen. Hè? Über Menschen, über Business, über welke Unternehmen es gibt und so weiter. En ik heb eigenlijk iets anders gedacht. Ik heb nur gedacht, wanneer ik daarheen ga, dan zie ik al die andere ondernemen. En dan spuur ik einfach de beste, die zoek ik me uit. En dan wacht ik bis er een stelle komt en dan bewerb ik me daar en dan ben ik weg. Zo, mijn gedanke war wirklich nur bij Randstad te komen om Randstad te nutzen als treppen naar een nächste Schritt irgendwo anders. Wat was dan de eerste job hier? Ik war consultant in Den Haag, in Holland. Want ik war consultant in een algemene Niederlassung. Ja, maar wat daar passiert is, had ik niet erwartet. Ik heb het zo geschätzt. Het war wirklich zo cool zu tun, dass ich einer der Einigen war, die eigentlich da fast zu lange geblieben bin. Das ist eine Story of my life. Weil ich mit so viel Spaß daran gearbeitet habe. Und nicht unwichtig, das größte Ding, wieso ich es da so geschätzt habe, ist, es war wirklich 120 Meter von meinem Haus. So, ich konnte wirklich lang ausschlafen und dann in den letzten Monaten anziehen und über nach die andere Seite rennen. Vielleicht kannst du den Zuschauern so einen kurzen Einblick darin geben, was Randstad eigentlich macht. Randstad ist als Personalsdienstleister, ist er der Match, der Connection zwischen Arbeit und der Mensch. Und wir suchen für Menschen, für Kandidaten die besten Jobs. Und wir suchen für die besten Jobs den besten Kandidaten. Was für Jobs tut ihr dann so typischerweise besetzen? Ja, alles. Hier in Deutschland ist man immer, glaubt man, dass wir eigentlich nur Stapelfahrer und Lagermittelhelfer vertreten. Aber wir machen das wirklich von A bis zum Z. Wir haben unterschiedliche Marken. Und wir machen das von Blue Collar, Mitwirker bis zum Engineeren und IT-Spezialisten bei SAP. Okay, und aus was für Branchen kommen dann so eure Kunden typischerweise? Also kann man da irgendwie sagen, 80% unserer Leute arbeiten in der Automobilbranche, oder ist das auch ziemlich durchmischt? Nein, das ist wirklich durchmischt. Nein, es gibt keinen gewissen Branche, der viel stärker vertreten als alle. Wir sind der größte in Deutschland und mit fast 500 Niederlassungen, ja, sind wir überall tätig. Und deswegen haben wir auch Kunden überall. Und das kann sein in Aviation, was am Moment natürlich mit Corona nicht der grootste Partie ist, aber sehr viel natürlich auch in Automotive in Deutschland, aber auch, wie gesagt, IT, SAP, Google, aber auch Tesla und ja, nenn es, und wir sind da, Medical, Pharma. Okay, das heißt, ihr Unternehmen kommen auf euch zu, sie suchen neue Mitarbeitende und ihr könnt die dann zu dem Unternehmen vermitteln. Ja, so einfach geht es nicht. Das, ja, es stimmt, dass große Unternehmen kommen auf uns zu, weil wir sind sehr bekannt in der Markt. Aber unsere Consultants, so wie ich auch angefangen bin, gehen jeden Tag noch draußen, um auch die beste Stelle zu finden. Wir suchen auch Stellen in Auftrag von unseren Kandidaten. Das heißt, jemand sucht Arbeit, kommt auf euch zu, sagt so, hier ist mein Profil, findet mir Arbeit, und dann gehst du als Consultant raus in den Markt und suchst nach einer passenden Stelle. Ja, man sucht die passende Stelle im Sinne von die Stelle, der man schon bekommen hat. En wanneer man die niet had, dan zoeken we die stelle die daarbij past. En vertreten we de persoon ook op die markt. Oké, en dat was je eerste opgave hier bij Randstad? Ja, absoluut. Wie bist du dann zu der Position jetzt CEO Dach
gekommen? Wie war der Werdegang? Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist wirklich waar. Ich war wirklich happy mit diesem Job. Niet zo weit weg van mijn huis. Onderhand zijn ondernemer met veel jonge mensen. En deswegen war es immer Spaß, miteinander zu arbeiten und auch am Wochenende auszugehen und so weiter. So, ich habe mir darüber wirklich nicht viel Gedanken gemacht früher. Aber habe gespürt, dass Randstad beobachtet als HR-Dienstleister, auch intern natürlich ganz gut, wer das gut macht oder nicht. Und ich wollte keine Karriere machen, aber ich wollte sehr gerne der Beste sein, in was ich am tun war. En die hebben dat gespürt en hebben eigenlijk voor mij gezorgd. In de zin van dat die meer oft gevraagd hebben: du machst dat zo goed, weer zien in der een nächste Schritt dort und dort. En om ergens zijn wollte ik dat niet, weil dat weiter van mijn huis weg war. Maar hebben ze eben zo toch verzocht en ben nog immer froh dat die dat gemacht hebben. So, ik ben door die Rankings hingegangen, van consultant naar manager naar directeur und so weiter. Okay, das heißt, du wurdest immer befördert sozusagen. Ja. Und dann hat sich dein Aufgabenprofil immer weiter so entwickelt. Dann, wie wurdest du dann CEO? Also Director und dann direkt CEO? Nein, das ist eine gute Frage. Muss ich mal zurückdenken. Regionaldirektor, Direktor. Ich war am letzten, ganz früh war ich schon Operational Director of die Niederlande. Und das war 5000 Mitarbeiter. Ich war 32. Und um ehrlich zu sein, ich war erstaunt, dass die mir das gefragt haben. Randstad hat in dieser Zeit mehr Vertrauen in mir gehabt, als ich selber in mich selber. So, aber die haben gesagt, ja, weil Randstad immer gern ganz früh Leute befördert, weil die glauben, dass man besser eine Herausforderung haben kann. So, die haben mich schnell dahin befördert und ich war wirklich unsicher, ob ich das konnte. Und das ist mir gut gefallen und dann sind die auf mich zugekommen mit die Frage, ob ich im Ausland arbeiten wollte. Weil wir sind in 39 Ländern tätig und das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich hatte schon eine Frau, Doreen, und zwei Mädels. Und die war happy, wo ich war. Aber es war Doreen, meine Frau, die grundsätzlich gesagt hat, wieso? Nehmen wir nicht einmal die Chance, wir sind noch jung, um irgendwo anders zu schauen. Und dann habe ich ja gesagt, aber mit großem Zweifel. Und dann sind wir nach der Schweiz gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich 5 Jahre früher machen sollen. Es ist so fabelhaft, um auch Erfahrungen im Ausland aufzutun, um deinen Weltblick ein bisschen zu vergrößern. Und um ganz ehrlich zu sein, wir kommen überall zum Recht, glaube ich, als Familie. Okay, und dann warst du CEO von Randstad Schweiz? Ja, da war ich CEO. Ja. Für wie lange? 6 Jahre. Okay, und dann kam jetzt der Schritt CEO Gesamtdach. Nein, eigentlich ist man im Ausland als Expert nur 3 Jahre tätig. Aber ich habe so viel Spaß gehabt, dass ich gefragt habe, ob ich es länger machen durfte. Nein, ich habe es gut gemacht und deswegen war es okay. Nach 6 Jahren haben die mir gefragt, weltweit die Sales-Organisation zu übernehmen von Randstad. Das ist wirklich in jedem Kontinent, in jedem von den 39 Ländern, gibt es da Leute, die tätig sind, mit das Vertreten von Randstad und Vertreten von unseren Kunden, zum Beispiel Siemens, Philips, Shell, aber wie gesagt auch Pharma und so weiter, Johnson & Johnson. Und die haben mich gefragt, das Ding auf neu aufzustellen, unser Salesgerät. Und das waren 150 Leute, glaube ich, weltweit. Und das habe ich gemacht. Das war viel fliegen, erschrecklich viel fliegen. Aber es war auch ganz interessant, um all die andere Kulturen kennenzulernen. Und das habe ich noch fast 2 Jahre gemacht, vorher ich nach Deutschland kwam. Was machst du jetzt so als CEO? Was sind so deine Aufgaben? Bist du noch irgendwie großartig am Schreibtisch was am Machen? Fährst du großartig zu Kunden oder hängst du den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings nur drin und triffst Entscheidungen? Ja, alles was ich jetzt gerade gesagt habe, mache ich so ungefähr. Ja, um ganz ehrlich zu sein, es ist ein bisschen enttäuschend um CEO zu sein. Ich hatte früher eben das Gefühl, dass CEOs die machen dann hinter großen holzen Türen, machen die nur Strategiegedanken und so weiter. Nein, es ist, um ehrlich zu sein, ganz viel Alltag, wie das auch ist für Consultants. Im Sinne von, wir haben natürlich ein Teil, wo du einfach E-Mails und schreiben und Dinge vorbereitet, aber auch Präsentations vorbereitet und so weiter. Und ja, die macht ein CEO auch noch selber. Wieso? Weil dann läuft die Präsentation für dich am besten, wenn du hem selbst geschrieben hast. Wenn du einen neemt, der einen anderen geschrieben hat. Das sieht schön aus, aber es muss auch ein bisschen dein eigenes Ding sein. Wir haben viel, leider zu viel Meetings, denke ich. Du hast natürlich viele Gruppen, die Fortgang besprechen willen oder zeigen willen, was sie am tun sind und so weiter. So, viel Meetings, und das ist für mich ein Problem, weil mein
Andachtsbauge is 4 minuten ungefähr. En dan, dan wander ik zo weg in de richting van Schmetterlingen. Zo dat mag ik. Aber ik gehe ook nog veel naar Kunde. Wel weer ook nog zeer directe Lösungen bedenken samen met Kunde. Het is niet een product wat du verkaufst, aber een ganze palette van dingen. En deswegen sind wir auch viel met Kunde unterwegs, om samen te bespreken wat mogelijk is. Zo dat mag ik nog. En wat ik am liefste mag, aber ook wirklich, en niet wat du hier jetzt bist, is met collega's spreken, met nieuwe collega's. Ja. Weil junge Menschen haben einfach die meist frische Ideen und haben, um ehrlich zu sein, auch die meiste Energie. Und wie sieht dann so eine typische Woche bei dir aus? Hast du Montag Anfang, Freitag Wochenende oder ist es schon auch so, dass am Wochenende auch einiges gemacht wird? Nein. Ich arbeite nie am Wochenende. Nie. Okay. Aber das ist ein persönlicher Gedanke oder Einstellung. Ich bin die ganze Woche wirklich viel unterwegs. Jetzt in Corona weniger, aber normalerweise bin ich 2 bis 4 Abende pro Woche nicht zu Hause. Mhm. Ich schlafe in Hotels, ich bin unterwegs. Wir haben 500 Niederlassungen. So. Wir sind von Nord bis Süd, von Ost nach West unterwegs, um auch Kunden oder Niederlassungen zu besuchen oder Gruppen von uns. Deswegen bist du viel nicht zu Hause. Und das ist okay, das gehört dazu. Und das geht auch nicht so aus Blaue in eins. Du bist auch nicht in einem Tag CEO. So langsam wird das mehr und mehr. Aber dafür, weil ich sehr familieorientiert bin, habe ich immer gesagt, ab vom Freitagabend bis zum Sonntagabend mache ich nichts mit Arbeit, weil ich finde, dass 20 Stunden pro Tag reichen soll in 5 oder 4 Tage in die Woche. Und der Rest ist wirklich für meine Familie und Freunde. Okay. So, jetzt bist du CEO von Dach. Und dann gibt es nochmal eine Person, die nochmal eine Stufe über dir ist. Ja. Was sind Entscheidungen, die in deinem Bereich liegen und was sind Sachen, wo du nicht mitentscheidest? Na, das gibt eine schwierige Frage, aber gute Frage. Ja, es geht nicht mehr so um Entscheidungen. Vielleicht ist das, deswegen bin ich so am Zweifeln, wie ich das beantworte. Ich rufe nicht oft an, darf ich das machen oder etwas. Du bekommst in ein anderes Verhältnis mit deinem Chef, wenn du... In totaal heb ik 7 operational companies die ik lenke. So, ik hoef niet aan om mijn chef te vragen of ik iets darf of niet. Man stimmt ab, was man aan het doen is. En wanneer het entscheidungen zijn die groepen betreffen, zo Randstad wereldwijd, dan wird dat iets zijn wat we samen bespreken. Zum Beispiel, wann du een ander onderneming kaufst, M&A macht. Oder wann du was organiseren willst in deine Organisation, was ganz anders ist als in der Rest der Welt. Zum Beispiel, ich würde ein ganz anderes Bonussystem einführen für unsere Leute. Damit hast du Einfluss über was andere Leute in anderen Ländern davon sehen. Und deswegen musst du das abstimmen. So alles, was über dein Gebiet hingeht, wird abgestimmt. Aber ist nicht mehr so von darf ich oder sollen wir. Aber das sind viel langsamere Prozesse. Es sind auch keine Entscheidungsbedarfe, wo du anrufst und sagst ja oder nein. Es sind Dinge von Monaten, wo du sagst, wir müssen sorgen, dass es aligned ist. Das ist mehr. Und ist dann, sage ich mal, wir hatten gerade über Aufgaben gesprochen, wenn dann der Aufgabenpart dran kommt, wo du Entscheidungen treffen musst. Ich meine, du bist ja hier verantwortlich, 50.000 Mitarbeiter, welche Richtung das Ganze annimmt. Hast du dann oft Entscheidungen, wo du sagen musst, okay, wir nehmen jetzt den linken Weg oder den rechten Weg? Oder ist es eigentlich eher so, dass alles von ganz alleine passiert und du halt einfach guckst, dass niemand kompletten Unsinn macht? Nein, ich habe wirklich unglaublich gute Kollegen, die keinen Unsinn machen. Es ist auch nicht so, du siehst es ein bisschen so wie eine Hofhaltung mit einem König, der dann sagt ja oder nein. So geht das nicht. Du hast fähige, in meinem Managementteam sind ganz fähige Kollegen von HR, Marketing, IT und Operations. Und die kommen, so wie ich das auch mit meinem Chef habe, mit Vorschlägen, in welche Richtung das geht. Und das ist kaum so, dass das total ist gegen meine Gedanken und so weiter. So, ich bin da, um 2 Dinge zu versorgen, dass auch das wieder aligned ist in der Gruppe und dass das auch Sinn macht im Sinne von. Und natürlich auch, was ich ganz wichtig finde, aber glücklich habe ich darüber wenig Diskussionen, dass es liegt in die Werte von der Gruppe. Das ist für mich ganz wichtig. Das Problem, was wir haben, oder das Gute, was wir haben, ist, wir arbeiten mit Menschen. Und über Menschen, und mit Menschen, und für Menschen. Und damit ist das Wert, was du haben musst, im Sinne von, dass das immer in das Licht steht von Menschen und das Gut haben von Menschen, das muss voranstehen. Und manchmal, durch dass du von alle Ecken beieinander kommst, kann es sein, dass du mal einen Schritt zurücknehmen musst und sagen, okay, aber ist das gut für unsere externe Mitarbeiter? Oder? Und deswegen ist das meine Rolle, um das auch zu überwachen. Okay. Und wenn du dich jetzt mal so an die letzten Jahre zurückerinnerst, vielleicht auch in einer Zeit als in der Schweiz oder so, ne? Also quasi in der allgemeinen Zeit, wo du jetzt wirklich große Verantwortung auch getragen hast.
Was waren da so schwierige Entscheidungen, wo du sagst, okay, da musste ich mir schon irgendwie lange Gedanken zu machen? Gibt es sowas? Ja, es gibt. Die allerschwierigste Entscheidung ist, und ich nehme an, dass viele das mit mir einig sind, ist, wann es in schlechte Zeiten kommt bis zum Trennung oder so wie in Corona mit Kurzarbeit. Mhm. Alle Entscheidungen, die du dann treffst, treffen nicht nur deine Kollegen und Mitarbeiter, aber treffen damit auch die Familien von diesen Menschen. Mhm. En zo zie ik dat ook weer. Niet om net te zijn of werbung te maken voor de ondernemer, maar van man leider entscheiden moest in kortarbeid zum Beispiel zu gehen, dan sprichst du über das Einkommen von Menschen und Familien und auch was die Situation damit ist für Kinder und so weiter. Ja. Das finde ich ganz schwierige Entscheidungen. En deswegen muss man die wirklich gut nehmen im Sinne von anschauen, ob es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Und es dann auch so machen, dass es fair ist, auch zu erklären ist und auch goed durft te zetten is. Dat zijn schwierige, dat vind ik schwierige entscheidungen. En dat zijn entscheidungen waar je niet stolz bist. Dat zijn ganz grote dingen. We komen jetzt gerade aus der grootste pandemie ever. Dan moest je dingen doen en organiseren die einfach zu tun zijn. Daarvoor bist du der chef van dat ding om dat te organiseren. Maar dat zijn geen dingen waar ik zu Hause denk, ja, dat heb ik goed gemacht. Dat is einfach wat je machen moest. Maar dat gehört dazu. Nach was? Sag ich mal, wenn wir jetzt über solche Entscheidungen treffen, wo du eigentlich, egal welche Option du machst irgendwas falsch auf jeden Fall. Natürlich. Ne? Also entweder da und dann geht es den Leuten ein bisschen schlechter oder du machst die Option und dann geht es den Leuten ein bisschen schlechter. Ja. Nach was wählst du dann aus? Also weißt du, welche Kriterien nimmst du, um dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt die und die Richtung? Okay. Ich lachte, weil in Deutschland ist jede Entscheidung, was du triffst, ist sowieso für minimal 30% schlecht für andere. So, das musst du nicht mitzählen lassen. Mhm. Du musst nicht gehen für die Laune oder das Populismus von einer Gruppe. Du musst wirklich gehen, wo du glaubst und auch wo du verarbeitest, dass die Werte dort sind. Mhm. Und das ist gut miteinander zu vereinigen. Wenn wir in einer Wirtschaft sind oder in einer Krise oder weiß ich was eine Maßnahme fragt, okay, dann musst du eine Maßnahme nehmen, die dafür sorgt, dass das Unternehmen und die Mehrheit der Menschen gut weiterarbeiten kann. Aber die Ausführung musst du menschlich und gut machen. Mhm. Und du musst das nicht ein bisschen halb machen, weil du damit hoffst, dass du dann viele Leute, dass die dann happier mit dir sind oder glücklicher mit dir. Du weißt, an solchen Momenten ist niemand glücklich mit dir. Und das ist auch okay. Das ist auch wirklich okay. Das meine ich auch wirklich. Weil du triffst dann die nicht populäre Entscheidung, das gehört dazu, dann musst du da auch keine Angst vor haben. Dann musst du auch nicht versuchen, das so zu machen, dass es doch noch locker aussieht oder etwas. Dann musst du durchziehen auf ein Gut und wie gesagt, mit den richtigen Werten, was ein Unternehmen hast oder du als Mensch. Und wie läuft das dann ab in deiner Position? Weil du ja schon sehr viele verschiedene Bereiche auch abdecken musst. Ne? Ich meine, du bist jetzt nicht irgendwie Vorstand von Personal, du bist jetzt nicht Vorstand von Operations oder Sales, sondern bist allgemeiner Vorstand. Ja. Das heißt, ich meine, du hast jetzt immerhin die Berufserfahrung, dass du viele Bereiche auch schon so kennengelernt hast, aber vertraust du dann immer eigentlich auf die Expertise von deinen C-Level-Leuten? Oder willst du dich eigentlich schon immer überall selber auch reinarbeiten, um dann derjenige zu sein, der quasi auch fast am meisten Ahnung davon hat, von der jeweiligen Materie? Ja, ein bisschen beide. Weißt du, ich bin selber natürlich angefangen als Consultant, deswegen habe ich die Erfahrung zu verstehen, was da passiert, sodass deine Erfahrung du mitnimmst, in wie man etwas spürt. Mhm. Du musst für einen Großteil, wenn die Unternehmen so groß sind, auch vertrauen auf die Menschen, die du eingestellt hast. Mhm. Es ist nicht so schlimm, als selber lenken, was du aus Handen gegeben hast an einen anderen. Machen sie dann selber und geben sie nicht an anderen. Aber wir sind ein ganz offene, transparente Unternehmen mit offene Kommunikation, auch wirklich. Deswegen ist es für mein Management Team manchmal schwierig, weil mit die offene, transparente Weise, Art und Weise von kommunizieren, auch hier in Deutschland, sind viele Leute fähig, einfach ihre Meinung oder Feedback zu geben. Und das kommt auch auf dir zu. Und da musst du, aber das ist eine Erfahrung, eine gute Abwägung machen zwischen was du hörst und was man vorhat und so weiter. Aber wieder, es sind glücklicherweise in solchen Entscheidungen oder solchen Dingen, sind das Prozesse. Das sind keine Entscheidungen von einer Minute, die du dann treffen musst. So Dinge laufen dahin, das heißt, man baut Szenarien, man arbeitet hin und hat damit auch die Zeit zu kontrollieren, ob was man vorhat auch wirklich stimmt und so weiter. Es ist fast nie, dass du heute denken musst, okay, in 20 Minuten müssen wir das und das entscheiden. So, das sind Prozesse, die dauern am meisten Tage, Wochen, vielleicht Monate. Das ist auch mal gut. Wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, okay, ich möchte auch mal CEO von so einem großen Unternehmen sein. Ja. Was würdest du sagen, sollte der, jetzt wo wir so ein bisschen auch über Aufgaben und so weiter gesprochen haben, was sollte diese Person mitbringen,
um dann so eine Aufgabe gut zu sein? Zwei Dinge. Du musst es lieber alles 800 Millionen Mal zu wiederholen, weil Kommunikation ist key. Immer. So, das heißt, immer erklären und erklären bleiben, wieso wir machen, was wir machen. Mhm. Und nicht nur in deinem MT, aber überall. Mhm. Und das Zweite ist, du musst Menschen lieben, denke ich. Das glaube ich wirklich. Das glaube ich wirklich. Also, weil du eigentlich so viel mit. Weil du nicht in deinem Kämmerchen sitzt, sondern eigentlich den ganzen Tag. Nein, die Zeit ist vorbei, glaube ich, dass CEOs in einem Zimmer sitzen mit einer Zigarre. Mhm. Die rauche ich auch nicht. Aber und dann Strategie bedenken. Du arbeitest mit Menschen. En wenn du Menschen begeistern kann, out of the box zu denken, mitreden dürfen. Und vor allem nicht denken, dass du selber über Wasser laufen kann. Nou, dat is in mijn Fall sowieso schwierig. Aber. Want du erlaubt anderen mitzudenken lassen und auch, die auch erlauben, die Freiheit zu nehmen, mit Sachen zu kommen, dann bekommst du auch die beste Idee und die größte Energie. Mhm. Und wenn du das kanalisieren kann, dann lenkst du ein Unternehmen. Was für Trends erkennst du gerade? Also jetzt vielleicht auch mal deutsche Wirtschaft verglichen mit anderen Wirtschaften. Wohin entwickelt sich so die Arbeitskultur des Arbeitnehmers? Na, wir gehen sowieso nicht über Corona sprechen, weil Corona für mich ist wie Fußball. Es gibt schon in Deutschland 82 Millionen Experten, die sich darüber biegen können. So, ich mache nicht mit. Aber vielleicht die Nachwirkung von Corona hilft mit worüber du sprichst. Hè. Du siehst, dass Mobilität natürlich ein großes Thema geworden ist. Durch der Moes von Corona haben wir eine Versnellung gehabt von Arbeitsmobilität, von aus zu Hause arbeiten oder mobiles arbeiten. Ja. Ich finde das selber eine gute Sache, weil ich glaube noch immer daran, dass man so gut von aus zu Hause arbeiten kann als in ein Office. Aber wir haben auch bemerkt, dass man manchmal auch wieder im Office sein muss. Im Büro, weil man nicht einfach nur alleine zu Hause arbeiten kann. Es gibt eine kleine Gruppe, die das kann, aber ich sicher nicht. Ich habe zwei liebe Tochter, aber nach anderthalb Jahr, glaube ich, ist die Liebe auch ein bisschen verschwunden in die Zimmer. So, eine gute Mischung von zu Hause arbeiten und arbeiten im Büro hat sich schnell nach vorne bewogen, das sieht man sowieso. Zweite Bewegung, die man sowieso sieht, ist das, en das finde ich wirklich eine gute Bewegung, ist das, die Arbeitsverhältnis sich geändert hat. Früher war es doch wirklich stark aan Pyramide mit der Geschäftsführer oben an und die Leute unteraan. En die stehen da bibbernd mit ihrem CV in ihren Handen sich aan bewerben. En jetzt spüren wir ganz gut, dass viel mehr kritische Fragen kommen van was macht das Unternehmen auch für mich? Was tut das Unternehmen für mich? Nicht nur im Sinne von Gehalt, aber auch Entwicklung. Hè? Wie kann man sich weiterentwickeln? Welche Chancen gibt es? Aber auch, wie gut ist dieses Unternehmen für mich auf meine CV? So, es gibt ein besseres Gleichgewicht in was man voreinander tun soll und wie die Zukunft aussieht zusammen in dieser vielleicht kurzfristige Heiratung dan früher. Früher wollte man voor ewig irgendwo arbeiten. Und jetzt, du denkst auch nicht mehr nach über einen Job voor ewig. So, en dat vind ik een goede Dynamik, die sich geändert hat. So, mobiler im Sinne von Distanz und von wo zu arbeiten. Mobiler im Sinne von, wie lange bleibst du irgendwo? Und auch kritischer für andere Sachen. Ich sehe wirklich mit viel Freude, was ich schon gesagt habe, dass ein Teil von Arbeitsbalance und Work-Life-Balance, das ist wichtiger geworden. Auch Freizeit haben, um die Dinge zu tun, die wichtig sind. Und wie ich gesagt habe, du hast nur 50 Weihnachtsbäume. Mhm. So, das kann nicht nur Arbeit sein. Was für Auswirkungen hatte Corona auf eure Branche? Also Personaldienstleister? Ja, ein großer natürlich. Aber das finde ich an sich nicht so schlimm. Mhm. Wir sind da als Personalsdienstleister flexibles Arbeit, um auch in schwierige Zeiten natürlich mitzuatmen mit Unternehmen. Mhm. Natürlich ist das für uns persönlich, für unser Unternehmen eine Herausforderung. Mhm. Aber das sind die Schwankungen, die wir sehen. Mhm. Und jetzt sind wir wieder zurück auf altes Niveau, sogar über das alte Niveau. Und wir sind schon mit Zahlen über 2019. So, was bedeutet das, dass mehr Unternehmen eure Dienste in Anspruch nehmen? Ja, das heißt, wir haben mehr externe Menschen im Einsatz als in 2019. Mhm. Und mehr Unternehmen biegen jetzt auch auf flexibles Arbeiten in diese Momente, wo es noch nicht sicher ist, wo die Zukunft hingeht. Stellt man nicht selber Leute ein, aber nützt man Leute von uns. Mhm. Okay. Und jetzt Aspekte wie mehr Flexibilität am Arbeitsplatz, irgendwie mehr Abwechslung etc. Ist es etwas, was euch dann auch zugutekommt? Ja, ja, das ist eine schwierige Frage. Weil, meinst du intern oder bei Kunden?
dem Unternehmen Randstad, dass ihr mehr Umsatz machen könnt am Ende des Tages? Nein, nicht so sehr im Umsatz. Was ich wohl sehe, ist, dass durch das Distanz von Arbeit und Wohnen weniger wichtig ist, ist der bessere Match zu machen. Das finde ich wichtig. Dass es besser, wir kriegen es nog besser hin, om die richtige mensen bij die richtige arbeid te brengen. Mm-hmm. Waar het niet zo zijn moest dat du immer in een omkreis van 2 kilometer aus das Postleitzahl wonen darf. Mm-hmm. En daarmee hebben veel Leute een bessere Chance auf einen Job, die genau passt bij was die machen. Mm-hmm. Ja, was het intern gemacht hast, was mir immer erstaunt, om ehrlich te zijn. Sorry dat ik dat een beetje umbiege, aber man geht, wenn man spricht über mobiles Arbeit, immer von der Schlechte der Mensch aus. Ich finde das immer so komisch. Dass, man spricht über, ja, wenn man zu Hause arbeitet, hat man keine Kontrolle, dass die arbeiten. So, die erste Grundsatz ist schon, dass du Kontrolle willst, ob die wirklich arbeiten oder nicht. Dann denke ich immer, wenn jemand 8:30 reinkommt, hast du dann Kontrolle, dass er arbeitet oder heimlich an Facebook geht oder TikTok oder WhatsApp oder weiß ich was. Und da gehe ich auch nicht von aus. Ich gehe davon aus, dass 99% sowieso alles gut macht, was die machen. Und die 1% die organisieren wir nachher. So, guck in Chancen und nicht in Drohungen. Und das finde ich wirklich altmodisch, denke. Was vielleicht noch eine interessante Frage ist, wo ich auch oft in den YouTube-Kommentaren bei mir beispielsweise sehe, ist so ein bisschen die Frage, okay, in was für Richtungen wird sich die Arbeit entwickeln, bezogen auf AI, Computer und solche Sachen. Ja. Und ich meine, bei euch sind jetzt 50.000 Leute beschäftigt. Ja. Ihr müsst euch ja wirklich Gedanken darum machen, wie sieht das Ganze in 10 Jahren aus, was für Leute werden da gefragt sein. Ja, weil sonst fahrt ihr euer Unternehmen in 10 Jahren komplett gegen die Wand. Wie sind denn da eure Einschätzungen dazu? Na, wir haben eine Strategie, die nennen wir Tech und Touch. Wir glauben, dass der Mensch immer der Touch in der Mitte ist und die Tech das besser unterstützt. Was wir auch sehen in den letzten 20 Jahren, lass mal ehrlich sein, die großen Entwicklungen in AI oder Computer, Rechner und so weiter, die sind natürlich kaum 12 Jahre alt. Die iPhone 12 ist aus und die iPhone 1 war die erste, wo man mit einem mobiles Gerät Internet machen konnte. Hat die Welt sich wirklich so geändert? Ja und nein, man kann eine Pizza online bestellen und es gibt viele Sachen, die man gut damit machen kann, aber es braucht noch immer überall Leute. Und ja, es stimmt, dass gewisse Positionen oder Jobs wegfallen, aber da kommen immer auch wieder andere vor zurück. So, was man sieht, ist ein Verschiebung. Von was man von Menschen wünscht. Hè. Meer Robotiker sorgen dafür, dass mehr Produktion, maar sich Arbeit verschwindet. Aber da kommt wieder Engineering und Programmierung vor zurück. Das ist noch nie so viel Programmierung gefragt als jetzt. So, es verschiebt, ja. Das heißt, dass man ein Ding anders macht leider dan früher, für dich noch mehr als für mich. Man muss für ewig lernen bleiben. Es ist nicht mehr vorbei. In meiner Zeit war es noch so, dass du noch in Schule gehst, du entscheidest dich für ein Studium. Und das war es denn. Und dann kannst du noch einen Kurs haben. Aber jetzt musst du immer dran bleiben, weil die Welt ändert sich schnell. Das Gute ist, dass der Mensch sich auch schneller mitentwickelt, mit was gefragt wird auf die Markt. Das sehen wir. Und wir unterstützen das natürlich. Wir machen Studien und wir unterstützen unsere eigenen Leute auch, um die weiter zu schulen. Das nennt man auf Englisch Reskilling. Wo man sorgt, dass die Leute, die nicht mehr fähig sind, in die alte Job zu arbeiten, mit neuen Skills wieder fähig sind, in Beruf einzusteigen. Okay. Und wie schätzt du das Sentiment der Politik in Deutschland ein, jetzt bezogen auf eure Branche? Da können wir Stunden über reden. Ja, das Imago wird besser, da bin ich wirklich glücklich. Auch die CDU hat in seiner Parteipolitik geschrieben, dass Zeitarbeit, Personaldienstleisters, eine Unterstützung sind von Wirtschaft. Ich finde das wirklich mal gut. Wir haben da mal kurz über gesprochen. Man kann nicht ohne Flexibilität, wenn du saisonale Gemüse haben willst oder Eiscreams oder BMW will etwas verarbeiten, was in Container aus China kommt, dann brauchst du manchmal mehr Menschen als andermals. Und deswegen braucht in einer Wirtschaft braucht man eine Flexibilität. Wir können das gut aneinander verknüpfen, sodass Menschen, die da arbeiten, manchmal da arbeiten und manchmal da arbeiten. So, das finde ich eine gute Entwicklung. Was noch besser kann natürlich, ist, ich finde, dass das Imago von einem Zeitarbeitnehmer, so meine externe Mitarbeiter, das ist noch schlecht. Im Sinne von, niemand kommt zu Hause, um zu sagen, ich bin Zeitarbeitnehmer. Und dann sagt deine Eltern sagen nicht, oh, gut gemacht. In Holland ist das anders zum Beispiel, wo man sagt, hey, da ist es normal, dass sich junge Menschen sich orientieren auf die Arbeitsmarkt durch 3-4 Mal irgendwo zu arbeiten für einige Monate, um erstmal zu probieren und zu prüfen, was es gibt, im Stad von einen Entscheid zu nehmen für dein ganze Leben und vielleicht die falsche zu nehmen. So, da werden Zeitarbeitnehmer viel genutzt, um auch wie in ein Karussell Arbeitnehmer kennenzulernen und die organisieren das auch sogar miteinander. Es gibt zum Beispiel
Programme wie Siemens und McKinsey und so weiter. Bei einer anderen sagen, wir drehen Menschen durch. Im Sinne von, wir lassen die überall ein Probe machen von 3 Monate. Wir lernen die Leute kennen und die Leute lernen uns kennen. Mhm. Okay. Ja, cool. Dann vielen Dank auch für die Insights. Und dann würde ich sagen, schauen wir als nächstes mal, was du aus deiner Zeit noch so an Learnings gezogen hast. Du bist jetzt verantwortlich für knapp 50.000 Mitarbeiter. Auch in so einer schwierigen Phase wie jetzt vor allem, ne, was du jetzt durchlebt hast. Fühlst du dich dieser Verantwortung immer gewachsen? Du meinst mit gewachsen, ob ich in meiner Erfahrung gewachsen bin? Genau, ob du nicht manchmal denkst, ey, ich bin doch auch nur ein Mensch. Wie soll ich das machen? Warum kann das nicht jemand anders machen, der dafür verantwortlich ist? Nein, komischerweise. Das sind Momente von Handeln, von tun. Niemand weiß, dass das kommt. En wanneer het dan daar is, dan is het daar. Ja. En dan moest wat passeren. En dan wordt ook je team komt näher zu een ander. En zum Beispiel, we hebben in deze tijd 3 maal per woche, jeden morgen, om 7:30 bis 8:30, met een ander doorgenomen wat ze doen, wat ze heen weer. Maar ook met die hulp van die Randstad-groepen in die ganze wereld, wat ze heen weer een ander leren, wat we kunnen weer leren. Dan komt ze in zo'n crisismodus, dan had ze eigenlijk geen tijd te denken op dir dat gefällt of niet. Je moest einfach handelen. Wenn du auf ein Schiff bist im Sturm und das Wasser schlägt über das Schiff ein und du bist mit einem Eimer, bist du das Wasser am wegholen, denkst du an diesem Moment nicht, oh, wie schön weer ist, wenn ich jetzt im Harbor war, im Hafen war oder etwas. Du bist, nein, das Wasser muss weg. So, du bist miteinander daran, das zu organisieren. In diese Zeiten hast du einfach kaum die Zeit, darüber nachzudenken. Und du versuchst, das so gut wie möglich hinzukriegen. Und um ehrlich zu sein, dann schätzt du auch die Kollegen, nicht nur das Managementteam, aber die ganze Organisation. Alle verstehen, dass wir miteinander in einer schwierigen Zeit sind und vertrauen aufeinander und vertrauen auch auf dich oder auf mich. Und das wird auch geschätzt. Ich muss ehrlich sagen, dass die Einheit in die Gruppe, aber die in das ganze Unternehmen ist ganz hoch. En heb dat ook wirklich gewertschätzt in die andere richting. Heb viele danken ook geäußert später für das Vertrauen. Maar heb ook diese gleiche danken zurückbekommen. En dan geht es zusammen irgendwo durchhin. En ik hätte es lieber nicht gemacht. Maar wenn ich darauf zurückschaue, habe ich noch mehr Einheit und Menschlichkeit gesehen, eigentlich. Mhm. Und wir hatten vorhin schon mal kurz in der Pause drüber gesprochen. Du hast jetzt, also es gibt nicht viele CEO-Positionen allgemein. Warum, was würdest du sagen, was sind so die Gründe, warum du jetzt da stehst, wo du heute stehst? Ist sowas planbar, deiner Meinung nach? Nein, viele CEOs, die ich spreche, sind das eigentlich per Zufall sind die in diese Richtung gekommen. Was für mich gilt nur ein Ding, und vielleicht hilft das nicht total, aber ich glaube wirklich aufrecht daran, dass du unglaublich viel Spaß haben musst in was du tust. Man wird nicht gewählt als CEO, weil man sieht, dass du das vielleicht besser, später gut machen kannst. Du wirst gewählt für einen Job, weil du schon zeigst, dass du etwas gut machst. Und etwas gut machen ist nicht nur Ehrgeiz, um das hinzukriegen, aber auch unglaublich viel Bock daran zu haben, darauf zu haben, das zu tun. Und nicht die Job an sich, aber in die Position zu sein, wo du bist und mit viel Spaß Dinge zu tun. Und wir haben da kurz über geredet, zwischendurch. Randstad erlaubt wirklich mehr, als persoon een beetje anders te zijn vielleicht als andere CEO's die je vielleicht ziet of spreekt. Maar dat heb ik ook genau zo geschetst, want die vrijheid te hebben is in deine art en wijze te doen en ook wirklich Laune und Spaß und Wertschätzung von Menschen auf eine gewisse Weise nach vorne zu drücken, hat für mich gemacht, dass es mir Energie gegeben hat und auch die Menschen daumhin. Lass mir ehrlich sein, du arbeitest in deinem ganzen Leben 50 Weihnachtsbäume. Das ist ungefähr, was du machst. Und dann bist du schon lange dran. Das sind nur 50 Weihnachtsbäume. Und alle, die vielleicht jetzt zuschauen, haben schon 3 oder 5 Weihnachtsbäume gehabt. Oder sind in die zweite. Und denken, oh, ich bin nur in meiner zweite. Aber glaub mir, die 48 anderen, die gehen so vorbei. So, zurückblickend schaust du nur diese Dinge an, die dir Spaß gemacht haben. Und ich kenne keinen Grabstein, der sagt, er war ein guter CEO. Oder er war ein guter Chef.
Das kenne ich niet. Ik heb nog niet einde gezien in een Friedhof, was dat drauf steht. Ja. Daar steht immer drauf: gute Freund oder gute Vater oder gut Mensch. So, das ist, was man machen sollst. Und wenn du diese Werte und diese Wichtigkeit im Leben nach vorne drückst, dann kommt der Rest automatisch mit. Das glaube ich wirklich. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, man kann es jetzt nicht drauf anlegen, so in diese Karrierestufen reinzukommen. Weil was ich halt oft bemerke, ist so, du wirst halt in so eine Position, oder ich sag jetzt auch mal irgendwie Partner, Senior-Partner bei irgendwelchen großen Banken oder Beratungen, whatever. Das ist kein vorgefertigter Pfad mehr. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt, gibt es einen vorgefertigten Pfad. Ne, irgendwie die ersten Karrierestufen etc. Das ist relativ leicht, aber irgendwann muss man den eigenen Pfad gehen. Mhm. Gibt es da jetzt bei dir rückblickend irgendwas, wo du sagst, okay, das war jetzt hier ein super wichtiger Schritt für mich, wo ich bewusst mich irgendwie dazu mal entschieden habe? Gibt es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, okay, da habe ich das zum ersten Mal so wirklich geschnallt, oder war das von dir nie so wirklich bewusst? Nein, aber das war Doreen, das war meine Frau eigentlich, wie gesagt. Ich glaube, du gibst viele Hinweise, wie man im Einstiegen in Karriere anfängt. Mhm. Das machst du auch wirklich gut, finde ich auch wirklich. Mhm. Aber er komt, genau wie du sagst, ein Moment, en dan komen viele Faktoren beieinander. Mhm. Es ist nicht nur, wann du das machst und das machst und das machst. Das ist die Einstieg und der Weg dahin. Ja. Aber da kommt ein Moment, dass es abhängig ist von, bist du happy zu Hause, unterstützt deine Frau auch deine Karriere wünscht, dass du viel von Haus weg bist, bist du auf das gute Moment da und hast du vielleicht keine Kollegen, die cleverer sind, oder kluger sind als du, bist du gut aufgestellt oder gibt es zufälligerweise vier gute Leute auf das Punkt da. Ja. So ist es ein bisschen Glück, es ist das Momentum, es ist auch der Wunsch, da Einsatz einzuhaben, das zu tun, weil du brauchst viel Einsatz. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, wie viel Effort es gibt. Aber es gibt auch Momente, wie du sagst, die sind entscheidend, aber das siehst du nur nachher. Das spürst du nicht an das Moment selber. Mhm. Zurückschauend kannst du denken, okay, das war für mich ein Moment, was ganz entscheidend war. Mhm. Für mich war das ein Moment, dass man mir gefragt hat, im Ausland Erfahrung aufzutun, in der Schweiz. In dieser Zeit waren wir in Holland und ich war ganz zufrieden mit meinem Leben und mit meinem Liebe auch. Und mit den Kindern und alles. Und alles hat für mich gepasst. Und ich war 32 und es war okay. Mhm. Es war Doreen, meine Frau, die gesagt hat, nicht, dass ich Karriere machen sollte oder überlegte, aber hat gesagt, wir haben eine Möglichkeit, ein anderes Land zu sehen. Und wieso nehmen wir diesen Schritt nicht und haben wir nicht die Mut, das zu tun? Ja. Und das war eigentlich aus meiner Komfortzone, aber hat mich später unglaublich unterstützt, weil wenn deine Ehe dir unterstützt in dieser Wahl, dann bist du auch zusammen später und bist du auch wieder erfolgreich in was du da machst. Mhm. Aber das war ein ganz entscheidender Moment und hat sie eigentlich gemacht, nicht ich. Würdest du sagen, das ist etwas, was... Also du sprichst ja oft auch mit Vorständen von anderen großen Konzernen auch. Ist es etwas, was dort auch viele Leute gemeinsam haben? Sag ich mal, diesen familiäre Unterstützung auch beispielsweise? Ja, das kann man wirklich nicht allein. Wenn man das macht, muss man das auch gut abstimmen. Und es ist auch nicht eine Entscheidung von Tag 1 auf 2. Du bist nicht Consultant und wirst CEO. Du bist Consultant, wirst du Manager. Von Manager wirst du Direktor. Und vielleicht musst du für diesen Job weiterfahren. Bist du bereit, das zu tun, anderthalb Stunden später zu Hause zu kommen? Und mein Lieber, bist du damit einig, dass wir das so organisieren gehen? Ja. Und dann wirst du von Direktor Regionaldirektor. Und dann hast du ein großes Umfeld. Und mein Lieber, bist du damit einig, dass wir das tun? Das sind Dinge, die du immer, wie sagen wir das, abwägen musst gegenüber deiner Frau, aber auch mit Freunden und so weiter. Ich sehe natürlich meine Freunde kaum im Vergleich mit 15 Jahre zurück, weil ich wähle meine Familie im Wochenende und meine Arbeit durch die Woche hin. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt mit all dem, was ich gesehen habe, irgendwelche Schritte, die du grundsätzlich anders gemacht hättest? Na, ich hätte das Auslandabenteuer viel früher machen sollen. Mhm. Ich glaube, aber das ist auch für mich persönlich als Mensch sehr gut und es hat mir wirklich entwickelt, auch einen breiteren Blick zu haben in andere Länder. Andere Kultur kennen zu lernen, weil normalerweise akteerst du vanuit deine eigene Kultur en die kennst du, daarover brauchst du dich nicht zu überlegen. Das ist einfach was du besitzt. Durch irgendwo anders zu wohnen, erkennst du besser auch die Kultur, die du hast und wie du reagierst auf Dinge. Dan musst du auch lernen, das vielleicht ein bisschen anders zu tun. Mhm. Holländer sind ein bisschen direkter als Deutsche en damit auch viele Male unhöflicher. Mhm. En du musst ablernen, das zu tun. En auch ablernen, das zu wertschätzen. Es gibt keine bessere Kultur, es gibt unterschiedliche Kulturen.
die sind alle gut und die wirken überall. So ja, das passiert. Wenn du jetzt zurückdenkst, ich meine, du hast auch zwei junge Kinder. Ja, zwei Tochter. Zwei Töchter. Allgemein, ich meine, denen hast du wahrscheinlich schon einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Wenn du jetzt nochmal so abschließend so das Wort richten kannst an irgendwelche Abiturienten, Studenten, die sich vielleicht jetzt auch angesprochen gefühlt haben von dem Video, ne? Wie ist es, CEO zu sein? Sind so ein, zwei Sachen, die du dir vielleicht den Leuten so direkt mit noch auf den Weg geben würdest? Was ich mitgeben will, ist, was ich eigentlich schon gesagt habe und vielleicht noch ein neues Ding. Hab Einsatz in was man macht. Tu Dinge wirklich mit Einsatz. Das ist der einzige Weg. Tu Dinge nicht psychologisch oder politisch. Tu Dinge, weil du einfach glaubst, dass das gut ist zu tun und weil du das einfach hinkriegen willst. Das ist ein. Hab Bock auf was du tust. Und wenn du keinen Bock hast, hör direkt auf. Weil es ist nicht so, dass du jetzt etwas machst, was keinen Bock macht und später wohl. Wenn du irgendwo keinen Bock hast, hast du auch später keinen Bock. Ich garantiere dich. Auch wenn du später Partner werden willst, ist es nicht so, dass die ersten drei Jahre keinen Bock geben und später wohl. Du musst dich wohlfühlen in einer Umgebung. Das ist zwei. Und das dritte, vielleicht durf anders zu sein als anderen. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, wenn du Angst hast, om je carrière in een valse richting te laten lassen door alles genau zo te maken wie die ander mag, ja. Dan bist du ook wie die ander. En dan machst du geen Fehler, maar dan machst du ook geen außergewöhnliche Sachen. Ja. Wenn du aufsteigen willst auf de rest der Gruppe, dan musst du ook den Mut haben, aufzusteigen. Dan musst du manchmal auch Initiativen nehmen, om Dinge zu tun, die anderen vielleicht nicht tun. En damit machst du einen Unterschied mit anderen. Aber wie gesagt, noch einmal, bitte hab einfach ein bisschen Spaß. Es sind nur 50 Weihnachtsbäume. Ja. Und Weihnachten ist immer schöner als hart arbeiten. Top. Richard, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wir freuen uns natürlich super über einen Daumen hoch. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt uns gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Richard, wenn ihr mehr von ihm erfahren wollt, wir verlinken auch sein LinkedIn unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne auch vorbeischauen, vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen. Wenn die Zeit ist, kannst du natürlich auch antworten. Und ansonsten abonniert gerne auch den Kanal und dann bis zum nächsten Video. Viele Grüße.